Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1-2-22 über Teammodus. Leute, heute neuer Modus, Rivalenduell. Ich glaube, somit sind es dann vier Modi, die es mit den Serienautos zu tun haben oder auf sich haben. Wir haben diesen Parcours-Stuff, dieses links und rechts gewobble. Wir haben den Fahrer schnell durch den Sektor-Move. Wir haben Drift. Und sonst haben wir jetzt noch Rivalenduell. Was kann der Bums? Rivalenduell. Mach dich auf ein Duell mit einem einzigartigen Gegner in einem gleichwertigen Fahrzeug gefasst. Das Event erstreckt sich über drei Durchgänge mit unterschiedlichen Startpositionen. Gewinne so viele Runden wie möglich, um die bestmögliche Medaille zu erhalten. Drei Siege gibt Gold. Holen wir uns jetzt einfach mal ab, würde ich sagen. Wer ist das da hinter mir? Wahrscheinlich irgendein No-Name. Oh. Alan Prost oder sowas. Oh, wow. Oh. Wow. Oh. Oh, der muss jetzt eine gewisse Distanz zwischen mir kriegen, damit er gewinnt, glaube ich, oder? In Grid nannte man das, glaube ich, Talk-Events. Oh, das war's schon? Okay, alright, okay. Bei drei Durchgängen brauchen wir wohl drei Siege. Das habe ich jetzt wohl nicht mehr drauf. Achso, einmal starte ich von vorne, dann auf gleicher Höhe und dann in Rückstand liegend. Wow, was war das denn für ein Bounce? Das war ja gruselig. Aber an sich ein easy Snack. Jetzt wird einfach gewonnen. Ganz kontrolliert, ganz easy vorn. Ja, wenn das das gleiche Modell ist, dann hätten die auch wenigstens eine andere Farbe draufhauen können bei Auto Nummer 2. Damit man wenigstens ein bisschen sieht. Wer also. Nehmen wir mal an, das wäre alles super echt und seriös. Dann will es auch für die Zuschauer, die irgendwo, keine Ahnung, das irgendwo per stream.ru nachverfolgen, das Event, und auch sehen können, welcher ihrer Fahrer hat welches Auto, welche Wagenfarbe, und welcher ist gerade erster und wer zweiter. Das war gruselig. Yes. So, noch einmal gewinnen, dann ist das Ding schon wieder gegessen. Und wie gesagt, laut Adam Riese jetzt im Rückstand liegend. Yes, yes. Jetzt ist der Start richtig wichtig. Also wenn das mal nicht super fair war.
Komme ich jetzt vielleicht ein bisschen schlechter raus. Er wird sich ransaugen können, aber... Vorbeikommen ist halt das andere. Oh mein Gott. Ich habe mich nicht verteidigt. Pure Eigenleistung hat er sich gerade eingeplankt. Pure Eigenleistung. Ja, ja gut. Snack. Wie viele Punkte gibt's? Mehr als 80? Das Doppelte. Da ist trotzdem winzig. Übrigens hier nochmal die Situation mit ich mach nichts und die KI plankt ein. Also wie gesagt, man sieht bei mir wirklich keine Lenkbewegungen und Schlenker kam einfach so stark. Wand wird geküsst. Da macht man nichts. Nun, raus hier aus dem Aal. Die 100.000 nehmen wir mit. Hoffentlich können wir... Nee. Wir haben immer noch geringer Kontostand. Obacht, Warnung. Ja, geil. Ja, nee. Dann, Leute, bis morgen. Bis zum Qualifying. Aber auch diesmal wirklich bis zum Qualifying, weil ich glaube, zweimal hintereinander mit dem Sound vergeigen tue ich es sehr wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Von daher, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich bin mal raus. Haut rein. Bye, bye. And have a great time. Bye, have a great time.